Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Hier in diesem Video möchte ich euch wieder mal etwas Equipment von mir vorstellen. Und zwar habe ich mir einen neuen portablen Monitor beschafft oder mir sozusagen zusenden lassen zum Testen und Ausprobieren. Hierbei handelt es sich um den tragbaren Monitor von MEMTQ. Dieser Monitor ist ein Monitor mit der Bildschirmgröße von 15,6 Zoll. Ich packe ihn jetzt hier einfach mal aus und wir schauen mal in den Lieferumfang. Wir sehen, hier haben wir auch gleich eine kleine Zugabe, einen Bildschirmschutz, eine Bildschirmschutzfolie. Ob die nun immer in diesem Lieferumfang ist, weiß ich jetzt nicht. Hier war sie dabei. Und wir nehmen einfach mal den Monitor hier heraus. Im ersten Moment denkt man, man hat eine Art sehr großes Tablet hier vor sich. Wir sehen, wir haben hier auch eine Transporthülle oder eine Art Standfuß und Transporthülle, ist beides in einem. Und hier haben wir auch gleich den Monitor vor uns. Wir sehen, der Monitor macht einen sehr edlen Eindruck. Er ist in Aluminium gefasst. Wir haben hier ein Aluminium-Case, haben hier schon eine Schutzfolie aufgebracht. Die bringe ich jetzt oder die entferne ich jetzt hier einfach mal. Und hier haben wir den 15 Zoll Monitor vor uns. Der Monitor ist schnell beschrieben. Wir schauen einfach mal hier auf die Seite. Wir haben hier einen USB-C-Anschluss, einen HDMI-Anschluss und einen Kopfhörerausgang sowie natürlich auf beiden Seiten hier Lautsprecher. Dann haben wir auf der Gegenseite nochmal einen USB-C-Anschluss. Wieso zwei? Ganz einfach, ein USB-C-Anschluss spielt hier die Powerversorgung. Dies ist dann erforderlich, wenn der andere USB-C-Anschluss nicht in der Lage ist, genug Leistung für den Monitor zu liefern. Also können wir hier zusätzlich noch Strom einbringen, um das Gerät zu bedienen. Wir haben hier ein Steuerelement und eine Power-Taste. So, das war es dann schon im Großen und Ganzen zu den Elementen. Wir haben weiter im Lieferumfang hier diese Hülle. Diese Hülle wird verwendet, um den Monitor aufzustellen. Das zeige ich euch auch gleich. Und wir haben noch einiges an Zubehör. Das heißt, hier ein HDMI-Kabel, also HDMI auf Mini-HDMI und dann natürlich ein USB-C-Kabel. Wir haben natürlich auch noch für die Stromversorgung hier einen Netzadapter und dann noch ein USB-C auf USB-Kabel für die Stromversorgung. Des Weiteren natürlich noch eine Bedienungsanleitung. Diese ist natürlich auch in deutscher Sprache. So, genug ausgepackt, kommen wir zum Monitor. Was macht man überhaupt mit so einem Monitor? Es ist, wie schon gesagt, ein portabler Monitor. Das heißt, vielleicht sogar ein Reisemonitor oder ein Kontrollmonitor, zum Beispiel für Videokameras. Man kann diesen Monitor mit einem DVD-Player, Blu-ray-Player, mit einem Laptop, eventuell mit Kameras oder allen möglichen anderen Geräten verbinden, natürlich auch mit Spielkonsolen, mit der Switch und so weiter. Hier aber gleich ein ganz wichtiger Hinweis. Es handelt sich bei diesem Monitor, wie meistens bei derartigen Monitoren, um einen NTSC-Monitor. Ihr müsst also aufpassen. Die Geräte, die ihr an diesen Monitor anschließen wollt oder müsst, müssen den Standard NTSC unterstützen oder zumindest erkennen und sich dann dementsprechend darauf einstellen. Das heißt, bei Laptops oder bei den meisten Spielekonsolen sowie natürlich bei DVD-Playern oder dementsprechend Blu-ray-Playern ist das alles kein Problem. Die steckt man hier dran, hat man hier die Bildschirmauflösung auf Automatik eingestellt, wird das in der Regel erkannt und die Geräte funktionieren ohne Probleme an diesem Monitor. Das können wir auch gleich nochmal ausprobieren. Habt ihr allerdings Geräte, die hier aus dem europäischen Bereich stammen und dann eventuell nur in PAL funktionieren, wie zum Beispiel oftmals haben wir dieses Problem bei Kameras. Haben wir hier zum Beispiel eine Kamera, kann man diese Kamera zwar auf PAL oder NTSC umstellen, allerdings ist sie auf PAL eingestellt, wird dieser Monitor kein brauchbares Bild mehr ausgeben. Diese Warnung gleich vorneweg, das heißt, achtet bitte darauf, was ihr an den Monitor anschließen wollt. Habt ihr PAL-Geräte, wird das hier nicht funktionieren. Gut, wir schließen nun einfach mal den Monitor an. Wir haben ja eigentlich im Lieferumfang alles dabei, was wir brauchen. Beginnen wir doch einfach mal mit was Schönen oder einer schönen Spielerei. Wir können zum Beispiel diesen Monitor mit einem Smartphone koppeln. Hier müsst ihr aber auch zu wissen, nicht jedes Smartphone ist mit einem Monitor koppelbar, weil hier unten der USB-Anschluss, der in diesem Fall USB-C-Anschluss des Smartphones, das eventuell nicht unterstützt. Hier müsst ihr mal in die Bedienungsanleitung eures Smartphones reinschauen oder mal auf der Hersteller-Webseite nachschauen, ob das Gerät unterstützt. Ich habe hier das Razer Phone 2.
das unterstützt ist. Ich habe aber zum Beispiel das Pixel 3 XL, da geht es leider nicht. Es ist auch wichtig, wenn ihr das Smartphone mit dem Monitor verbindet, koppelt, was für ein Format, was für ein Bildformat oder was für eine Auflösung gibt das Smartphone aus. Dementsprechend kann natürlich der Bildschirm nur diese Auflösung wiedergeben. Der Bildschirm kann bis zu Full HD wiedergeben. Wenn natürlich das Smartphone kein Full HD liefert, können wir uns auch kein Full HD anschauen. Das wird nämlich hier jetzt beim Razer Phone gleich der Fall sein. Ich verbinde jetzt einfach mal das Razer Phone mit dem Monitor und ihr seht, ich habe den Monitor mit nichts verbunden. Er hat natürlich keinen internen Akku und wir können unser Phone, unser Smartphone als Stromquelle sogar nutzen. Das heißt, ich entsperre hier mein Smartphone. Ihr seht, es läuft. Und ich verbinde es mit dem reinen USB-Anschluss. Also wir hatten ja zwei Anschlüsse, einmal den Power-Anschluss und hier drüben den Standard-USB-Anschluss. Wir verbinden jetzt das Smartphone mit dem USB-Anschluss. Ihr seht, das hat einen kleinen Moment gedauert, aber der Monitor hat das Smartphone nun erkannt und kann nun das Smartphone-Bild hier ausgeben. Hier ist jetzt natürlich wichtig zu beachten, jetzt speist unser Smartphone oder der Akku des Smartphones das Smartphone sowie natürlich auch diesen Monitor. Diese Geschichte wird natürlich nicht lange funktionieren, denn so ein großer Monitor wird nun doch ganz schön viel Strom verbrauchen. Wir können natürlich auch das Bild drehen, das heißt, wenn wir uns jetzt hier irgendwas anschauen auf unserem Monitor, ich lade jetzt einfach mal ein Video von mir und gehe einfach mal in den Vollbildmodus. So seht ihr, dass das Video jetzt hier wiedergegeben wird. Und wir können auch gleich mal hier den Ton testen. Ich drehe einfach mal den Ton auf. Und zwar in Bezug auf Material oder Videos für Kinder. Und wir sehen, dass der Ton auch für einen derartig schmalen Monitor oder kleinen Monitor sehr gut ist. Das heißt, um jetzt Filme hier unterwegs zu schauen oder weitere Anwendungen zu nutzen, wie zum Beispiel vielleicht Videospiele zu spielen oder das eventuell als Monitor für eine Switch zu verwenden, ist dieser Monitor schon mal sehr gut geeignet. Sollte jetzt, wie gesagt, die Stromquelle hier nicht ausreichen, das heißt, ihr zieht ja jetzt euer Smartphone doch recht stark leer, haben wir natürlich noch eine weitere Stromquelle oder eine weitere Möglichkeit, hier Strom in den Monitor hineinzubekommen. Entweder hier mit diesem Netzadapter und dem mitgelieferten Kabel. Allerdings, was ich hier sehr gerne verwende, sind dann auch einfach hier diese Powerbank oder so eine Powerbank. Hier kann man dann auch dementsprechend eine Powerbank jetzt an den Monitor noch zusätzlich anschließen. Hier an den zweiten USB-C-Anschluss. Und der Monitor wird nun über die Powerbank betrieben. Das heißt, er schaltet jetzt um. Und was ich jetzt auch noch mal dazu zeigen möchte, wir sehen jetzt, wir haben jetzt unser Smartphone-Bild hier auf unseren Monitor. Die Powerbank versorgte den Monitor. Aber jetzt wird das Smartphone natürlich auch über diese Powerbank mit Strom versorgt. Das heißt, wir haben hier eine Stromverbindung von der Powerbank über den Monitor zum Smartphone. Und wir versorgen jetzt quasi mit der Powerbank den Monitor und laden gleichzeitig unser Smartphone. Das wäre jetzt die eine Art und Weise, diesen Monitor zu verwenden. So eine zweite Art und Weise, so einen Monitor zu verwenden, ist natürlich hier über einen HDMI-Anschluss. Er hat ja einen HDMI-Eingang. Das heißt, ich habe jetzt hier einfach mal einen Laptop stehen. Ich verbinde jetzt den Monitor über die HDMI-Schnittstelle mit meinem Laptop. Hierbei ist es aber jetzt wichtig, dass dieser Monitor natürlich jetzt eine eigene Stromversorgung braucht. Das heißt, wir haben jetzt hier die Powerbank als Stromversorgung. Wir können natürlich aber auch hier diesen Netzadapter verwenden. So, ich verbinde das jetzt einfach mal mit meinem Laptop. Wir hören, der Laptop hat das sofort erkannt und wir haben sofort mein Laptop-Bild jetzt hier auf diesen Monitor erweitert. Ihr seht jetzt, dass dieser Monitor ein ziemlich dunkles Bild wiedergibt. Das kann man natürlich ändern, weil jetzt ist dieser Laptop noch im Energiesparmodus. Es gibt hier verschiedene Modis. Wir haben jetzt hier an der Seite ein Steuerrad, sage ich einfach mal. Hiermit können wir jetzt in die Menüeinstellungen hineingehen. Und können hier einfach mal die Einstellungen durchscrollen. Wir haben hier zum Beispiel die Standardfarb- und Helligkeitseinstellungen. Hier dementsprechend gehen wir auch gleich mal in den Eco-Modus. Den nehmen wir einfach mal raus jetzt.
Und wir sehen, sofort wird das Display deutlich heller, braucht natürlich auch jetzt wesentlich mehr Strom. Es gibt natürlich hier jetzt auch weitere Darstellungsmöglichkeiten, sodass wir dann dementsprechend unseren Monitor auf das Bild auch anpassen können. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit, ihn hier umzustellen auf weit, also 16:9 und 4:3. Wir können uns auch jetzt einfach mal ein Video hier anschauen, um einfach mal die Bild- und Tonqualität nochmal uns näher anzuschauen. Das heißt, ich starte jetzt hier ein Video. Und hier habt ihr dementsprechend nochmal die Bildqualität und die Tonqualität. Somit kann man natürlich jetzt so einen Monitor auch gut für Präsentationen verwenden. Ich verwende diesen Monitor auch ganz gerne, wenn ich jetzt zum Beispiel bei meinem Kunden bin und eventuell Videos auch in einer kleineren Gruppe darstellen möchte oder abspielen möchte. So kann ich diesen Monitor nochmal hinter meinen Laptop stellen und kann dann dieses Material auf meinem Laptop so natürlich auch mehreren Personen zugänglich machen. Man kann natürlich diesen Monitor auch als portablen Kontrollmonitor verwenden. Das ist eigentlich auch einer der Hauptgründe, warum ich derartige Monitore überhaupt verwende. Sie sind nämlich sehr klein, sehr leicht, sehr kompakt, aber doch recht groß. Das heißt, wir können natürlich hier jetzt auch Videobild einer Kamera ausgeben. Aber hier muss ich gleich nochmal hinzu erwähnen, es handelt sich, wie gesagt, um einen NTSC-Monitor oder wir haben hier ein NTSC-Gerät. Das braucht natürlich auch NTSC-Signal oder ein NTSC-Signal von einer Videokamera. Ich kann euch einfach mal zeigen, was passiert, wenn wir hier kein NTSC-Signal haben. Ich hätte jetzt hier zum Beispiel so eine Kamera. An so einer Kamera würde ich jetzt so einen Monitor sehr gerne verwenden. Ich zeige es einfach jetzt mal mit einer kleineren Kamera, da das einfacher darzustellen ist. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Kamera und ich stelle diese jetzt erstmal auf PAL um. Wir sehen, sie ist in NTSC eingestellt. Wir sind aber hier in Europa, also stelle ich diese Kamera jetzt auf PAL und wir wechseln jetzt hier in das Standardformat PAL. Jetzt läuft diese Kamera in PAL und ich verbinde sie einfach mit diesem Monitor. Ich nehme jetzt einfach mal einen Adapter dafür, da ich jetzt das richtige Kabel nicht vorhanden habe. Und stecke jetzt einfach mal dieses HDMI-Kabel hier an den HDMI-Output. Wo ist das bei der Kamera? Ach, hier unten. So, wir verbinden das jetzt mal. Und jetzt müsste die Kamera HDMI an den Monitor oder über das HDMI-Kabel an den Monitor ein Bild ausgeben. Wir warten einen kleinen Moment. Wir sehen, der Bildschirm der Kamera hat ausgeschaltet. Das ist eine etwas günstigere Kamera, die kann nur ein Videobild ausgeben. Und wir sehen, wir haben jetzt hier einen grünen Bildschirm und können diesen natürlich nicht verwenden, da wir jetzt hier ein PAL-Signal ausgeben. Jetzt ziehe ich einfach das HDMI-Kabel wieder ab. Wir gehen wieder in das Menü der Kamera hinein und wir stellen die Kamera jetzt in NTSC um oder auf NTSC um. Wir sehen, die Kamera läuft in NTSC. Das wird uns jetzt hier nochmal angezeigt. Und jetzt verbinden wir den Monitor mit der Kamera. Hier der Monitor geht wieder aus und wir sehen, wir haben jetzt hier ein Videobild und können nun so unsere Kamera hier an diesen Monitor verwenden. Ich drücke jetzt einfach mal durch und ihr seht, wir haben ein wunderschönes Kontrollbild und können diesen Monitor als Kontrollmonitor verwenden. Das ist eigentlich auch das Haupteinsatzgebiet für diesen Monitor, denn es ist für mich als YouTuber natürlich sehr hilfreich, wenn ich jetzt diesen Monitor einfach hier auf meinem Schreibtisch platzieren kann, habe jetzt hier meine Kamera stehen und habe einen wirklich sehr großen Kontrollmonitor, mit dem ich mich jetzt hier quasi abfilmen kann oder den ich als Kontrollmonitor nehmen kann. Wichtig, ihr müsst halt dazu wissen, wenn ihr derartige Monitore kauft, ihr müsst eure Kameras auf NTSC umstellen, sofern das möglich ist. Bei den etwas hochwertigeren Kameras ist das auf jeden Fall möglich. Bei günstigeren Kameras wahrscheinlich nicht. So, wir können jetzt auch hier nochmal eine kleine Aufnahme machen. Einfach, ich zeichne jetzt hier etwas auf mit der Kamera. Und jetzt können wir uns einfach mal das Aufgenommene hier auf dem Monitor noch einmal anschauen. So, ich habe jetzt hier einfach mal den Ton etwas lauter gestellt. Wir sehen, wir haben ja eine 60p-Aufnahme, also NTSC 60p Full HD 1080p MB4. Ich starte jetzt einfach mal das Video.
So, das wäre jetzt eine Testaufnahme mit dieser Kamera. Und so hätten wir jetzt eine Aufzeichnung erstellt und können jetzt einfach mal hier auf dem Monitor den Ton testen. So, damit habt ihr gesehen, das Bild und der Ton dieses Monitors sind wirklich hervorragend. Es ist halt wichtig, immer im Auge zu behalten, dass wir hier den Monitor über den richtigen Standard mit dem richtigen Endgerät verbunden haben. Es gibt übrigens keine Möglichkeit im Menü hier den Standard umzustellen auf PAL. Eventuell schaut mir hier vielleicht auch der Hersteller mal zu und baut sowas eventuell nochmal für den europäischen Markt ein. Wie gesagt, der Monitor macht einen wirklich hervorragenden, verarbeiteten Eindruck. Der Monitor hat allerdings seinen Preis. Ihr müsst hier deutlich über 200 Euro für so einen Monitor einplanen. Es ist also jetzt hier die Frage, wer braucht so einen Monitor für zum Beispiel Präsentationen, für Videopräsentationen am Laptop, zur Verwendung an einer NTSC-Kamera oder als Spielemonitor zum Beispiel an einer Spielkonsole. Für all diese Einsätze ist dieser Monitor natürlich hervorragend geeignet. Wie gesagt, ihr müsst den Preis im Auge behalten. Macht das Sinn für euch, sowas zu kaufen oder nicht? Ihr müsst diese Entscheidung definitiv selber treffen. Wenn ihr Interesse an so einem Monitor habt, schaut einfach unten in die Videobeschreibung. Hier habe ich euch den aktuellen Preis oder sozusagen einen Link zum Monitor gesetzt. Dort könnt ihr euch den aktuellen Preis dieses Monitors anschauen. So, damit bin ich auch schon wieder am Ende dieses Videos angekommen. War dieses Video in irgendeiner Form hilfreich für euch oder hat euch weitergeholfen? Würde ich euch um einen Daumen hoch bitten. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? Kein Problem. Abonniert hier einfach meinen Kanal, denn Abonnieren auf YouTube ist natürlich kostenlos. Und wollt ihr keines meiner weiteren Videos mehr verpassen, so klickt doch einfach noch neben dem Abo-Button auf das Glockensymbol. Ich sage mit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.